ist mir das wert? Also ich wüsste es tatsächlich nicht, weil es halt so ein kompletter Mindswitch ist. Also es ist wirklich so, du musst dein Mindset komplett umpolen. Aber was auch gut ist, weil ich habe ein bestimmtes Ziel, ich habe bestimmte Träume und die kann ich nur erreichen, wenn ich mein Mindset umprogrammiere quasi. Und dieses Umprogrammieren ist absolut schwer. Also ich hatte gefühlt noch nie so viel Höhen und Tiefen. Einen Tag fühle ich mich super, ich bin richtig motiviert, ich weiß, ich kann alles. Der Tag läuft, mache voll viele To-Dos, bin richtig produktiv. Am nächsten Tag bin ich total unmotiviert, stelle alles in Frage, habe das Gefühl, nicht genug zu sein. Also es sind so, ich habe noch nie so solchen Switch in meinem Kopf gehabt. Also wirklich täglich ändert sich mein Mut manchmal. Aber ich finde das, also ich mag die Zeit, ich mag die Herausforderung, ich liebe es, Herausforderungen zu meistern, und das wird die größte Herausforderung, glaube ich, meines Lebens sein. Aber ich weiß, dass ich dieses eine Ziel erreichen werde, und ich weiß, dass ich in ein paar Jahren zurückdenke, vielleicht dieses Video sehe und denke, oh krass, okay, ich kann mich noch richtig an die Zeit erinnern, aber danke Gott, dass ich quasi nicht aufgegeben habe und einfach weitergemacht habe. Ich habe es einfach weitergemacht, und das ist, glaube ich, der Key. Egal was ihr macht, egal was, wo ihr jetzt dran seid, ob eine kleine Herausforderung, ob eine große Herausforderung, macht es, egal ob ihr ängstlich seid, ob ihr Angst habt zu scheitern, ob ihr müde seid, ob ihr unmotiviert seid, ob ihr denkt aufzugeben, macht einfach weitermachen, gar nicht über irgendwelche Gedanken nachdenken, wie ich gebe auf, vielleicht war das die richtige Entscheidung, einfach durchziehen, einfach den Weg immer geradeaus zu laufen. Und nicht nach rechts und links zu schauen, wirklich wie so ein Tunnelblick zu eurem Ziel. Gebt immer euer Bestes, und auch wenn ihr mal schlechte Tage habt, verzeiht euch auch, weil das ist zum Beispiel auch ein Struggle, wo ich gerade momentan habe. Ich setze mich so unter Druck, wenn ich manchmal keinen produktiven Tag habe oder so einen produktiven Tag, und setze mich selbst so mega unter Druck, wo ich mir denke, so, das ist nicht gut, weil verzeih dir auch wirklich unproduktive Tage und gib einfach am nächsten Tag ein bisschen mehr, als du gestern gegeben hast. Und Leute, wir haben einfach nur ein Leben. Wir haben wirklich nur ein wundervolles Leben, und ich glaube, man sollte was riskieren. Du hast einen Traum, gib alles auf, um den Traum zu erreichen, weil einfach so kommt es nicht auf dich zu. Ich habe für meinen Traum, hier in Dubai zu leben, alles komplett aufgegeben. Ich habe von heute auf morgen meinen gut bezahlten Job gekündigt. Ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe mein Auto verkauft, das ich mir ein Jahr zuvor gekauft habe und super happy war, weil das wirklich mitunter mein Traumauto war und sehr, sehr lange darauf gespart habe. Ich habe einen Menschen, den ich sehr geliebt habe, beziehungsweise eine Beziehung ist kaputt gegangen wegen meinem Traum, hier nach Dubai zu kommen. Aber wenn du einen Traum hast, dann musst du manchmal kleinere und größere Opfer bringen, um wirklich das zu erreichen. Und wenn du diesen Traum wirklich, wirklich haben möchtest, zu 100%, dann musst du halt manchmal kleinere Opfer bringen, aber auch manchmal Riesenopfer bringen. Und wenn es sich dann immer noch richtig anfühlt, dann hast du die richtige Entscheidung getroffen. Viele fragen mich, hey Kim, denkst du nicht mal an dein Leben zurück in Deutschland? Nein. nein. Also für mich ist einfach, ich habe viel verloren, ich habe viel aufgegeben. Ich habe auch meine Sicherheit quasi komplett aufgegeben. Also sei es finanzielle Sicherheit, ich habe meine Eigenständigkeit aufgegeben, ich habe meine Selbstständigkeit aufgegeben, von wegen, du hast dein eigenes Auto, du hast deine eigene Wohnung, deine eigene Privatsphäre. Aber dato, bis jetzt bereue ich es keine Sekunde lang. Und wie gesagt, ich kann sehr, sehr dankbar sein, hier bei meiner Familie zu sein und dass sie quasi mich auch in meinen Träumen unterstützen. Wäre das nicht so, würde ich vielleicht anders denken, oder ich hätte es auf jeden Fall definitiv in manchen Situationen viel, 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 viel schwieriger, oder könnte mich vielleicht jetzt nicht so extrem auf YouTube konzentrieren oder auf unsere neue Real Estate Firma, die wir jetzt gründen, weil ich quasi noch einen Drittjob haben müsste. Leute zeigen wirklich wunderschöne Bilder, top, sie sind am Strand, aber teilweise haben die Leute hier 2, 3 Jobs, um sich vielleicht das leisten zu können, um diesen Lebensstandard zu haben. Und ich habe zu mir gesagt, beziehungsweise ich bin so ein Mensch, ich könnte es gar nicht genießen jetzt irgendwie, oder ich könnte das gar nicht jetzt einfach
am Strand zu liegen und da zu arbeiten. Klar könnte ich das auch machen, aber ich habe es mir nicht verdient, so denke ich mir halt. Ich habe es mir noch nicht verdient. Ich kann das machen, wenn ich schon ein, zwei Grundsteps erzielt habe, die ich mir in meinen Kopf gesetzt habe, dann könnte ich das mit dem guten Gewissen machen. Mir fällt es auch schwer, wirklich ein, zwei Tage Off-Days zu machen, wo ich wirklich sage, okay, lass uns mal was mit der Familie machen. War jetzt ein bisschen einfach, wo meine ganze Familie da war, weil du das eingeplant hast und sie siehst du halt vielleicht irgendwie 3-4 Wochen im Jahr. Da nimmst du dir gerne mal die Zeit, aber jetzt denke ich mir so, ich mache lieber Content, ich arbeite lieber an meinen Zielen, als jetzt irgendwie zu sagen, ich chill jetzt in einem Beachclub oder so. Das kann ich immer noch machen und ich weiß, in einem gewissen Zeitraum bestimmt auch erlauben, aber jetzt momentan ist es für mich einfach keine Option. Yeah, that's my life here. Ich habe richtig viel gequatscht auf jeden Fall, aber jetzt kennt ihr mich, jetzt kennt ihr mich sehr, sehr gut, jetzt kennt ihr mal all meine Geschichten. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe lange überlegt, ob ich so ein Video machen soll, weil es ist ja so ein bisschen wie, kann man sagen, ich lasse wie so meine Hose runter oder ich erzähle euch einfach wirklich mein Real Life, was sich gerade in meinem Leben vor sich geht. Wahrscheinlich gibt es hier einige Leute, die das sehen und sich in Fäustchen lachen und sagen, ja, sei dir gegönnt, dass du hier irgendwie so einen schweren Start hast oder ist für manche Menschen vielleicht eine Genugtuung, sowas zu sehen. Solche Menschen gibt es immer und feel free, wenn du so fühlen möchtest. Es ist völlig okay. Aber ich glaube, es gibt viele unter euch, die vielleicht das auch motiviert, die sagen, okay, wow, endlich ist jemand mal ehrlich, erzählt irgendwie keine Lügen, will irgendwas verbergen oder so. Oder vielleicht bin ich auch für manche eine Motivation, einfach mal wirklich für seine Träume hart zu arbeiten. Und vielleicht stecken manche in der gleichen Situation wie ich, vielleicht nicht in Dubai, vielleicht in einem anderen Land oder auch in Deutschland, egal wo, wo einfach gerade eine richtig schwere Zeit haben. Und wo es einfach darum kommt, einfach durchzuhalten und weiterzumachen. Wirklich, also wenn ich nur eine Person ein bisschen motivieren konnte oder für euch das wirklich sehr, sehr interessanten Content ist oder ihr sowas gern öfters seht, dass ich einfach mal so drauf losquatsche, weil das war jetzt komplett null scripted. Also ich habe einen Stichpunkt von meinen Stichpunkten, die ich hier aufgeschrieben habe, über was ich gerne sprechen möchte, gerade angesprochen. Wenn ihr mehr sowas sehen möchtet, lasst mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich fühle mich gerade sehr gut. Es ist schon ein bisschen, eine Überwindung, das hochzuladen und einfach euch mal wirklich die Wahrheit zu sagen, wie es hier ist, in Dubai zu leben. Aber ich habe nichts zu verbergen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich gebe auch mein Bestes. Jeder steckt mal in einer richtig krassen Situation. Ich glaube, jeder erfolgreiche Mensch hat mal so eine Situation durchgemacht oder ist mal in schwierigen Momenten im Leben. Und das ist, ich glaube, das gehört doch zum Leben. Das ist völlig normal und das ist völlig menschlich. Und dann entscheidest du selber, ob du die Person bist, die jetzt aufgibt, weil es schwieriger wird, oder die Person bist, wo du sagst, genau diese Situation macht mich so stark, dass ich die Person werde, die ich sein würde und mit dem Mindset, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Mindset, das ich vor einem halben Jahr hatte, das passt nicht zu dem Mindset, zu der Frau, die ich gerne sein möchte in 10 Jahren. Funktioniert nicht. Ich weiß gerade, diese Zeit prägt mich quasi zu dem Mindset, wo ich dann habe, aber ich finde auch, das ist das wahre Leben, oder? Du hast Höhen und Tiefen, du hast Momente, wo du aufgeben möchtest, dann hast du wieder Momente, wo du alles positiv siehst, weißt, es wird richtig gut, dann hast du wieder Momente, wo du gefühlt hast, jeder Mensch legt dir solche Steine in dein Leben und will dir das Leben immer nur schwer machen und dann gibt es wieder Momente, wo du Leute kennenlernst, die sagen, hey komm, ich unterstütze dich und die helfen dir quasi, eine Stufe hochzukommen, zum Beispiel. Es ist doch so, das Leben ist nicht immer einfach so. Das Leben ist wie eine Achterbahn. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Loopings, es gibt Schrauben. Immer spannend. Manchmal Adrenalinschub, manchmal bist du froh, wenn mal so eine richtig turbulente Zeit hinter dir ist und du wieder ein bisschen entspannen kannst. Aber dann geht's schon wieder in die nächste Achterbahn, beziehungsweise in den nächsten Adrenalinschub. Und that's the life, wirklich. Und für mich ist immer wichtig, ich glaube, das ist für die meisten wichtig, immer versuchen, immer so oft wie möglich positiv zu denken. An sich selber zu glauben, an die Träume zu glauben, dafür alles zu geben, diszipliniert sein, fokussiert sein, auch mal schlechte Tage einem zu verzeihen, nicht so hart zu dir selber sein,
sucht euch die richtigen Freunde, Leute, die dich unterstützen, die dich pushen, die dich motivieren. Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die in dein Leben kommen werden, die dir Steine in den Weg legen oder die sagen, wie kannst du sowas machen? Ach, das macht doch eh jeder. Zum Beispiel, bestes Beispiel, oh mein Gott, ich bin schon wieder am Quatschen. Das Video wird sehr lang, es tut mir so leid. Oder es gibt auch Menschen, die, so wie ich, ich mache YouTube, wo ich gesagt habe, hey, ich fange an, YouTube zu machen. Da gab es Freunde, die mich mega gefeiert haben. So, boah, richtig gut, dann sehen wir mehr von dir, das ist super, weil du bist schon nicht hier. Dann haben wir wenigstens die Vlogs, wir wissen, was du machst und so. Viel Erfolg, du bist so eine authentische, tolle Persönlichkeit, du wirst auf jeden Fall erfolgreich sein. Dann gibt es aber auch wieder Menschen, die sagen, na, das bringt doch eh nichts, das macht schon eh voll viele, du kannst gar nicht mehr mit YouTube erfolgreich werden. Wen interessiert es eigentlich, was du machst? Wen interessiert es, was für Vlogs du machst? Es gibt schon eh genug, also die wirklich nur schlecht reden, die, wenn du von deinen Zielen sprichst, die daran nicht glauben, die einfach so limitiert in ihren Gedanken sind oder in ihren Zielen. Haltet euch von den Fernen, hört sich so böse an, weil teilweise sind es Menschen, die vielleicht in deiner Familie sogar sind. Aber pusht euch mehr mit den Menschen, die euch auch pushen. Gebt euch mehr mit den Menschen um, die wirklich auch an eure Träume denken, egal wie groß oder wie wahnsinnig sie sind. Sie werden euch im Endeffekt, glaube ich, dann immer den letzten Schub geben. Ja, ich glaube, ich beende das an der Stelle. Ich könnte noch sehr, sehr lange weiter quatschen, aber das machen wir dann mal ein anderes Mal. Ja, lasst mich wissen, wenn ihr über irgendwelche Sachen noch mehr wissen möchtet, wenn ich irgendwelche Themen vielleicht aufgreifen sollte, wo ich auch noch mal wie so ein Ich-quatsche-einfach-los-Video machen soll. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Motivation geben, Inspiration geben und euch mal wirklich einen ehrlichen, authentischen Einblick geben in mein Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen fantastischen Tag. Bleibt stark, bleibt motiviert, sieht immer das Gute in jeder Situation. Vergisst nicht zu lächeln. Und wenn ihr schlechte Tage habt, schlechte Momente, seid lieb zu euch selber, spricht immer gut mit euch selber. Wir sehen und hören uns beim nächsten Video.